Unsere heutigen Zutaten sind Malibu, ungefähr 2 cl, 100 Gramm Zucker, 400 Gramm Kokosmilch und 200 Gramm Sahne. Wir haben hier einen kleinen Kochtopf, tun wir unsere 100 Gramm Zucker rein und wir karamellisieren den Zucker als erstes. So, wir sehen jetzt hier, wie das Zucker schon karamellisiert langsam. Wir wollen das nicht ganz karamellisieren, nur so leicht. Wir geben jetzt Kokosmilch dazu. Man muss gut rumstochern, dass sich der Zucker schön löst, beziehungsweise das Karamell. So muss das kochen. Und dann rührt man ein bisschen durch und dann merkt man auch, dass die Karamellstückchen sich jetzt alle aufgelöst haben. Und dann kann man das jetzt auch hier wieder runterdrehen, die Hitze. So, dann geben wir das alles in eine Schale. Eine größere Schale, ungefähr doppelt so groß wie die Menge. Ihr werdet nachher merken, warum. Jetzt lassen wir das einmal ein bisschen abkühlen. Und dann kommt das in den Gefrierschrank. Nach ungefähr 20 Minuten warten, rühren wir hier einmal durch. Damit sich nichts ansetzt. Das ist noch warm. Wir geben jetzt unserem Malibu ungefähr ein so ein Shotglas dazu. Nochmal richtig schön vermischen. So, unsere Schale kommt jetzt ins Gefrierfach. Die ersten 2 Stunden, dann zeige ich euch mal weiter, wie es geht. Wir gucken jetzt mal nach unserem Kokoseis. Jetzt haben wir nur noch ein Werkzeug. Den hier. Jetzt sehen wir, das setzt langsam an. Wir lösen die Eiskristalle. Jetzt ist es wieder flüssig. Und das wiederholen wir jetzt. Alle 1 Stunde, 2 Stunden, würde ich sagen. Und dann hat man das, wenn man das ungefähr 3-mal wiederholt hat, ein leckeres Sorbet. Jetzt wieder einfach ganz normal ins Getriebe und in 3 Stunden nochmal umrühren, bitte.